Guten Morgen, Laura. Darf ich dich wecken? Es gibt ein Problem. Die Bestellung aus China trifft nicht termingerecht ein. Es ist Kurt. Hey, ruf! Hey. Nachdem der China-Plan gescheitert ist, bleiben uns zwei Optionen. Entweder schickt ihr die Daten sofort ans Yellow Print Center in Bellinzona und ich buche euch den letzten verfügbaren 3D-Print-Slot. Oder ihr wählt die Mobile-Print-Option. Das erfordert aber reibungsloses Teamwork. Yellow Print Center tönt doch super und ich... Das tönt doch wirklich gut. Du hast mich wegen 150 Stutz überredet, in China zu bestellen. Wir nehmen die Mobile-Print-Option und zeigen, dass wir ein gutes Team sind. Können wir auch, aber... Nicht, aber... Geh den Augen weg. Ja. Vorspeise und Nachtisch werden geliefert. Direkt ins MyPost 24 Kühlabteil. Espresso. Deine Aufgaben bleiben wie gehabt. Heute ist ein wichtiger Tag. Morgen. Du kümmerst dich um den Projektor, den Socken, den Blumenstrauß, den Champagner. Und zum Schluss gehst du noch das Kühlabteil leeren. Und du bringst so schnell wie möglich das Foto ins Labor, holst den Gasstern und das 3D-Raster. Und gehst mit dem Rambogen laufen und schickst endlich deinen Vertrag ab. Ach, und das Tennis? Das reicht heute nicht mehr. Und? Bist du zuversichtlich? Definitiv. Das kommt gut. Perfekt. Dann haben wir jetzt Zeit für das Tagesbriefing. Ein Paket steht vor der Haustüre, die Retoure wurde zugestellt und die Gutschrift im Konto zugeschrieben. Alles in allem, einfach mit System. Alles in allem, einfach mit System. Anna? Ja? Kannst du bitte das Blumengeschäft kontaktieren und Blumen für die Schwiegermutter bestellen? Am besten erledigt. Nadelkissen und Tillandsien. Status reserviert. Danke. Gern geschehen. Laut meinen Berechnungen hast du im letzten Jahr deine Familienalltagsperformance um 172% gesteigert. Seit du meine Hilfe zum ersten Mal akzeptiert hast. Ah ja. Habe im Pop-Up-Store der Post ein preiswertes Fahrrad für dich entdeckt. Zum Zeigen mal. Mein Velo ist nicht alt, das ist retro. Stell mal lieber das neue Record auf Share and Smile. Aber du weißt, was deine Mutter... Ich bin doch kein kleines Kind. Solange ich mich zu Hause erledige, ist doch alles bestens, oder? Ich habe diese Sandalen für dich gefunden. Sie passen perfekt zu deinem Kleid für heute Abend. Wow, dein Geschmack wird immer besser. Aber zeig mir noch mal ein paar andere Farben. Meine Auswahl passt sich laufend deinen Entscheidungen und somit deinem Geschmack an. Stopp, zurück. Ja, genau dir. Perfekt. Gratuliere, die Post hat dir 74 Yellow Coins gutgeschrieben. Projektor und Champagner sind bestellt. Und den Sockel ließ ich soeben maßschneidern. Den Sockel musst du selber abholen. Der Rest ist eingefädelt. Und in deinem Geschäft läuft es auch. Die Ware aus Deutschland wird morgen in der Produktion eintreffen. Wer ist denn das gemacht? Für alle regelmäßigen Lieferungen ist die Autopilot-Option aktiviert. Nicht schlecht. 50 Meter weiter, dann links abbiegen und an der Ecke warten. Grüezi. 2-Stunden-Brief. Finger. Merci. Schönen Tag. Ich glaube, ich habe eine Idee. Was für eine Idee? Der Typ sollte mir mal auf euren Schnellkurier aufmerksam machen. Dann müsste ich das Ding jetzt nicht umschleppen. Schon erledigt. Ein Link zum Cityblitz-Bestellformular wurde zugestellt. Die ist aber schon halber schnell. Eindrücklich. So rundum verbunden. Stopp, hallo. Ich habe auch noch etwas. Willst du gleich nachbestellen? Champagner-Landung in 3,
2, 1, 0. Hallo, Fenster. Grüezi. Grüezi wohl. Sie sind schon da. Ja. Wollen Sie etwas trinken? Da. Wo ist der Rambo? Kaffee gern. Und bring noch Kerzen. Laura, deine Eltern steigen jeden Moment ins Postauto. Was? Wirklich? Mach mal das Puff. Auf dem Marktplatz ist die regionale Putzkraft Martin B. sofort verfügbar. Soll ich ihn gleich aufbieten? Ja, unbedingt. Aufbieten. Mami, Papi, wir sind überglücklich, dass ihr immer noch so schön zusammenpasst wie vor 50 Jahren. Danke, dass wir euch begegnet sind. So, danke, meine Liebe. Gute Nacht. Anna, sorry, darf ich dich wecken? Wir brauchen noch zweimal Abholservice. Kein Problem, schon bestellt. Und Kat, danke mal. Super, sehr. Merci. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir alle können gespannt sein, womit uns die Zukunft und vor allem unsere Post noch so alles überraschen werden. Auf alle Fälle freue ich mich darauf und gebe bis dahin mein Bestes. Bis dann, schöne Zeit.